Guten Morgen, meine Damen und Herren. Willkommen zur heutigen Vorlesung in Regelsystem 1. Die heutige Vorlesung werde ich wieder halten. Ich glaube, nächste Woche wird Professor Morare wieder hier sein und dann wahrscheinlich ich bis Weihnachten. Wie Sie vielleicht sehen, können wir heute nicht an die Tafel schreiben. Sprich, Sie haben Glück gehabt. Wir halten die Vorlesung auf den Slides. Ich dachte daran, ob ich einen von Ihnen bitten sollte, nach vorne zu kommen und die Tafel zu diktieren. Aber lasst es probieren, müssen wir so. Vielleicht muss ich versuchen, hier und da mal mit Links auf die Slides zu schreiben. Wir werden es schon irgendwie hinkriegen. Das Thema der heutigen Vorlesung ist Mehrvariablenregelung. Was werden wir behandeln? Wir schauen uns an Definitionen und Beispiele, verschiedene Regelkreisstrukturen. Dann gehen wir detailliert in ein Beispiel, nämlich den Mischtank, der sehr schön zu analysieren ist. Und zu guter Letzt schauen wir uns das Relative Gain Array an, dessen Aufgabe es ist, essentiell uns zu sagen, welche Regelkreise können wir schließen an Mehrvariablenregeln und welche nicht. So, jetzt bräuchte ich noch mehr Hände, wenn ich sie hätte. Für mein Lichtschwert hier. Okay, funktioniert. Okay, fangen wir an mit Definition und Beispielen. Was haben wir bisher angeschaut? Bisher haben wir unser Regelsystem angeschaut, die Eigenschaft hatten, dass sie sogenannte SISO-Systeme waren. Single Input, Single Output. Sprich, wir haben einen Eingang gehabt und wir haben einen Ausgang geregelt. Jetzt ist aber sehr oft so, dass Systeme gekoppelt sind. Wir haben mehrere Messeingänge und wir haben mehrere Stelleingänge. Okay? Wie in diesem Beispiel hier. Zuvor haben wir uns mehr oder weniger angeschaut, das Problem. Wir haben einen Ausgang Y1, einen Eingang U1 und wir regeln das System. Wir können natürlich jetzt viele parallele Systeme haben, vielen Eingängen, vielen Ausgängen. Eine Sache, die wir bisher noch nie betrachtet haben, waren diese Querkopplungen. Was, wenn die Eingänge, Ausgänge miteinander interagieren innerhalb des Systems? Okay? Was können wir da machen? Und darum dreht sich die heutige Vorlesung, um diese Kopplung im Regelentwurf. Wann können wir sie berücksichtigen? Können wir sie eventuell rauskürzen? Wann können wir sie komplett weglassen? Und so weiter. Diese Fragen stellen wir uns heute. Die kurze Antwort ist, wir schauen uns heute Tricks an, wann wir diese Kopplung vernachlässigen können. Es stellt sich heraus, dass mit den klassischen Regelentwürfen, die Sie bisher kennengelernt haben in dieser Vorlesung, nämlich Frequenzbereich PID-Regler, kann man ehrlich gesagt hier nicht viel machen. Diese ganzen Verfahren, die Sie kennengelernt haben, wurden wirklich entwickelt für Single-Input-, Single-Output-Systeme, nicht für Multi-Input-, Multi-Output-Systeme. Und trotz 100 Jahren Literature, Wissenschaft, kann man sie nicht erweitern. Deswegen werden Sie ab der nächsten Vorlesung vielleicht auch dieses schon andere Verfahren, moderne oder regelstätige Verfahren anschauen, die auch mit MIMO-Systemen, Multi-Input-, Multi-Output-Systemen, zu Ende kommen. Aber die Mehrzahl der industriellen Regler, die Sie kennenlernen werden, wenn Sie rausgehen in die wirkliche Welt, werden höchstwahrscheinlich einfache Single-Input-, Single-Output-Regler sein. Und Sie müssen überlegen, wann funktionieren die, wann funktionieren sie nicht, wenn wir ein System haben, das gekoppelt ist. Wie gesagt, in weiteren Vorlesungen, Regelsysteme 2 oder auch dann, wenn Sie einen Master machen wollen, lernen Sie viele, viele Verfahren kennen, für die das überhaupt kein Problem darstellt, dass wir Kopplungen haben. Okay? Aber mit den bisherigen Methoden müssen wir schauen, wie wir damit zurechtkommen. Wenn es Sie interessiert, vielleicht in 3, 4 Jahren, können Sie mal in die Advanced Topics Vorlesung kommen. Da geht es momentan um Distributed Control Systems, wo wir uns wirklich fragen, was passiert, wenn wir nicht einen Eingang, einen Ausgang haben, sondern Millionen von Eingängen, Millionen von Ausgängen, alles gekoppelt. Wie zum Beispiel in einem Stromnetzwerk. Okay? Das sind wirklich Themen, die sehr aktuell sind. Nehmen wir mal ein Beispiel, um das Ganze zu motivieren, nämlich den Wärmetauscher hier. Was ist der Wärmetauscher? Wir haben zwei Flüssigkeiten. Eine nominelle Flüssigkeit, eine Heizflüssigkeit, ein aufzehrendes Mittel, das kommt von hier rein, in einen Mischtank. Und das Heizmittel, das wir einfach durch den Mischtank durchlassen. Okay. Wir haben typischerweise mehrere Regeleingänge, mehrere Sensorik. Eine Regelung ist einfach die Drosselregelung des aufzuheizenden Mittels. Sprich, das Mittel, das wir hier durchlassen, ist über eine Drossel geregelt. Wir messen Y2, was die Durchflussrate ist hier. Und wir können diese Drossel einstellen, okay, die Durchflussrate. Ein Regelkreis. Der andere Regel, das hilft aber nicht viel, weil wenn wir nur die Durchflussrate messen,
können wir natürlich nicht sicherstellen, ob wir auch die Temperatur regeln. Der zweite Regelkreis zielt wirklich darauf ab, die Temperatur dann zu regeln. Er misst hier Y1, die Temperatur des aufzuheizenden Mittels, und entsprechend tut er die Drossel beim Heizmittel entweder auf oder zu machen. Okay, also das sind zwei Regelkreise. Und wenn man sich mal anschaut, wie sind diese beiden gekoppelt, das ist nicht irgendeine Kopplung, das würde man jetzt nennen ein Cascade-System oder ein Feed-Forward-System, also eine Kaskadenregelung, nämlich die zwei Regelkreise sind sozusagen hier Feed-Forward miteinander gekoppelt. Es gibt einen Regelkreis, den zweiten hier, das ist die Drosselregelung. Und der Regelkreis macht nichts anderes wie die Klappe auf und zu und gemessen, was misst er, die Durchflussrate. Okay? Dieser Regelkreis hat natürlich einen Einfluss auf die Temperatur in unserem Gemisch und wird diesen hier entsprechend beeinflussen. Allerdings sehen Sie, es gibt keine Kopplung von diesem Regelkreis von der Temperaturregelung auf den anderen. Sprich, diese Kopplung ist hier unidirectional, einfach. Okay? Dieses System ist im Endeffekt nett, leicht miteinander zu behandeln. Es stellt sich heraus, wenn Sie dieses System regeln und stabilisieren und dieses stabilisieren und die zwei separat behandeln, wird es immer noch funktionieren, im Sinne, es wird stabil sein. Natürlich kann Ihnen die Performance in den Keller gehen, aber Stabilität ist in dem Fall kein Problem. Es wird kompliziert, wenn diese wirklich dann komplett verkoppelt sind und nicht einfach nur in Serie geschaltet, wie in diesem Beispiel. Ein klassisches Beispiel ist Klimaregelung in Gebäuden. Schaut jetzt nach einer sehr alten Slide aus, ist es auch, aber das Thema ist im Endeffekt wirklich sehr hochmodern. Grund ist, wie Sie vielleicht gehört haben, in der Schweiz wollen wir künftig unsere Atomkraftwerke abschalten, die 50% des ganzen Schweizer Strom liefern. Wo sollen die anderen 50% herkommen? Genau, das fragen sich die Politiker auch. Bisher gibt es keine schlaue Antwort. Also es gibt keine Antwort. Es gibt viele Leute, die eingestellt werden, darüber nachzudenken. Die einfachste Antwort, dann sparen wir halt einfach. Okay? Was ist die einfachste Methode, Strom zu sparen? Stellt sich heraus, Gebäude. Gebäude ist sozusagen die große low-hanging fruit im Energieverbrauch. Und wir können Gebäude einfach sehr, sehr leicht mit ganz leichten Regelmaßnahmen 25% effizienter machen in Heizung, Aircondition und so weiter. Und deswegen ist das momentan ein großes Thema, diese Art von Denken. Also es ist zwar ein altes Slide, aber es ist sozusagen wirklich die biggest low-hanging fruit im Energieverbrauch. Wie hat man das anno dazumals gemacht, als dieses Bild gemacht wurde? Keine Ahnung, als man noch mit Tusche gearbeitet hat. Es gab einen Raum, wie diesen hier. Wir würden gerne regeln die Temperatur und die Feuchte in diesem Raum. Okay? Wir haben Messungen von Feucht und Temperatur. Wir haben zwei Stelleingänge. Zum Beispiel sagt der Stelleingang, die Feuchte sollte zwischen 40% und 60% sein. Je nachdem, was für eine Art des Raumes es ist. Vielleicht auch 100%, wenn Sie in der Sonne hocken wollen. Temperatur, je nachdem, zwischen 21 und 23 Grad. Was können wir machen? Was sind unsere Eingänge? Wir können dem Raum Frischluft hinzufügen. Wir können Luft abpumpen. Wir können Dampf reinlassen in den Raum. Wir können die Luft befeuchten. Wir können sie aufheizen und so weiter. Und Sie sehen, das ist wirklich ein All-to-All gekoppeltes System. Okay? Jede Variable hat einen Einfluss auf die andere Variable. Nur als Beispiel, wenn wir die Heizung hochdrehen, natürlich steigt die Temperatur, aber auch die relative Feuchte senkt. Das heißt, wir haben eine Kopplung von der Heizung auf beide diese Variablen. Umgekehrt, wenn wir mehr Dampf einspritzen, steigt auch die Temperatur und die relative Feuchte. Das heißt, wir haben auch nochmal eine Querkopplung von diesen. Und man kann es noch wesentlich mehr Regler einstellen, Klappventile, Ventilatoren und so weiter. Und das ist ein ziemlich großes gekopptes System. Wenn Sie jetzt überlegen, wir wollen zum Beispiel hier das ETL oder ETZ-Gebäude als Regelsystem beschreiben, was auch genügend Leute tun, haben Sie Größenordnung tausende Eingänge und Ausgänge, komplizierter dynamischer Prozess dazwischen, natürlich alle interagieren miteinander. Und wir würden gerne wissen, wie können wir unsere Regler einstellen. Das ist das Thema der heutigen Vorlesung. Fangen wir an mit der Regelkreisstrukturen. Also es gibt den klassischen Mehrgrößenregelkreis, okay. Multi-Input, Multi-Output-System. Wo wirklich das System komplett gekoppelt ist. Alle Eingänge haben einen Effekt auf alle anderen Ausgänge. Und der Regler muss das natürlich berücksichtigen. Sprich, wir designen nicht nur komplett dezentrale, lokale Regler, wo der Regelfehler vom Ausgang 1 und der Referenz 1 nur auf U1 wirkt. Nein, wir wollen auch, dass der Regelfehler E1 eventuell auf den zweiten Eingang wird. Okay? Also wir würden gerne diese Kreuzkopplung designen. Wir wissen ja bisher nicht, wie das geht. Wir kennen bisher eigentlich nur diese geraden Loops,
wo ein Eingang, ein Ausgang gepaart wird. Das wäre natürlich das Ziel, dass wir am Ende wirklich Multi-Input, Multi-Output-Regler designen können. Aus vielen Gründen macht man das nicht. Ich gebe Ihnen gerne nochmal ein Beispiel. Gehen wir nochmal zurück zu den Stromnetzwerken. Europäisches Stromnetzwerk, Größenordnung, selbst wenn Sie ein einfaches kleines Modell nehmen, 15.000 dynamische States, nicht linear komplex und so weiter, aber 15.000 Zustände, nur bei den Generatoren. Jeder Generator kann ich regeln. Ich kann alles messen im Prinzip. Ich habe also ein riesiges System mit ganz vielen Eingängen und Ausgängen. Würde aber irgendwer im europäischen Stromnetzwerk diese Art von Regelung machen, wo verschiedene Sensoren mit verschiedenen Regeln reden, nicht unbedingt der lokale Sensor mit dem lokalen Regler. Würden Sie wahrscheinlich nicht, nein. Weil viele Gründe. Ich könnte jetzt zum Beispiel eine Frequenzmessung aus Griechenland nehmen, in die Schweiz schicken und einem Schweizer Generator sagen, fahr rauf, fahr runter. Könnte man machen. Aber das ist natürlich, jede Kreuzkopplung hier ist natürlich ein Communication Overhead. Wir müssen das kommunizieren. Es gibt da jede Menge Probleme mit Security natürlich. Es gibt auch jede Menge Privacy-Probleme. Warum sollten denn die Griechen den Schweizer ihre Messung geben? Das wäre das Letzte, woran die interessiert sind. Okay? Also bei sehr, sehr vielen Regelsystemen ist es eigentlich Ziel, dass wir dezentrale Regler designen, dass wir Regler designen, die wirklich nur die lokale Messung nehmen und einen lokalen Eingang reinspeisen, obwohl die Systeme natürlich gekoppelt sind. Wie gesagt, alle Infrastruktursysteme. Die Ampel, die in Zürich schaltet, die schaltet größtenteils auch nur aufgrund einer lokalen Messung, obwohl der Verkehrsfluss in ganz Zürich gekoppelt ist. Okay? Es würde keinen Sinn machen, dass alle Ampeln miteinander kommunizieren. Das heißt, für sehr viele Infrastrukturprobleme besonders sind wir interessiert an komplett dezentralen Regelkreisen, wo die Regler nicht gekoppelt sind, sondern komplett lokal. Also diese, sagen wir mal, sogenannten Einschlaufenregler, Single-Input, Single-Output-Regler, vernachlässigen komplett die Kopplung. Oftmals sind wir auch interessiert an diesen Reglern einfach nur aus Einfachheit, weil wir wissen, wie wir diese designen können, mit den Mitteln, die Sie bisher gelernt haben. Es ist natürlich die Frage, wann kann man das machen, wann kann man es nicht machen, wann funktioniert das, wann nicht. Das werden wir später in der Vorlesung behandeln. Haben Sie irgendwelche Fragen zu den Beispielen bisher? Ja. Wieso heißt diese Regelung dezentral? Dezentral im Sinne von, stellen Sie sich dieses System wieder vor als das Stromnetzwerk. Y1 ist die Messung am Generator 1, U1 ist der Stelleingang am Generator 2. Und selber für Y2, U2. Und diese zwei Generatoren können eventuell hunderte von Kilometern entfernt sein. Natürlich sind sie gekoppelt, und zwar mit Lichtgeschwindigkeit, die Signale, also sie interagieren. Aber die Regelung ist komplett lokal. Im Sinne, ich nehme eine lokale Messung und tue damit das lokale Regelsystem einstellen. Deswegen dezentral. Zentral wäre, ich kommuniziere alles zu SwissGrid. SwissGrid rechnet eine Regel aus, kommuniziert alles raus und das innerhalb von Millisekunden. Okay. Okay. Oftmals hat man das Problem, Systeme sind gekoppelt und die Kopplung ist uns zu kompliziert. Und aus irgendeinem Grund können wir nur Einschlaufenregler designen, wir würden sie gerne entkoppeln. Okay. Zum Beispiel würden wir gerne den Regler designen, sodass sich vielleicht der Fluss, Signalfluss von U2 auf den Ausgang Y1 und dieser Signalfluss hier eventuell rauskürzt. Mit anderen Worten, der Ausgang Y1 sollte nichts von U2 sehen, als ob es ein komplettes Einschlafensystem wäre. Irgendeine Idee, wie wir es machen könnten, dass das Signal U2 nicht auf Y1 wirkt. So, wenn Sie genau hinschauen, wir haben hier, jetzt versuche ich mal mit links zu schreiben, das kann eventuell sehr schief gehen, aber versuchen wir es mal. Ich kann auch mit rechts schreiben, das ist zu weit weg. So. Suchen wir es mal. Stellen Sie mir vor, Sie brechen sich beide Arme, dann können Sie gar nichts mehr machen. Das ist nichts mehr mit Bier trinken. Außer mit Strohhalm. Also, wir haben hier zwei Signale, die beide von U2 auf Y1 gehen. Und wir wollen diese Kopplung rauskürzen, weil die Kopplung gefällt uns nicht. Wir wissen nicht, wie wir mit gekoppelten Systemen umgehen können. Eine Möglichkeit, diese rauszukürzen, wäre, wir könnten sagen, dass das eine Signal das andere eventuell kürzt. Also in dem Fall hätten wir zum Beispiel L, das wird hässlich,
L1, 2 mal G1, 1 ist gleich minus L2, 2 mal G1, 2. Okay. Ich hoffe, Sie können das alle lesen. Tut mir leid, es geht nicht besser. Aber angenommen, Sie würden jetzt Ihre Kreuzkopplung in der Regel so designen. Dasselbe natürlich für L2,1 und L2,2. Dann hätten Sie somit im Prinzip die Kopplung eliminiert. Okay. Angenommen, Sie könnten das immer so machen. Kein Problem. Wie wir sehen, nachher, man kann es leider nicht immer so machen. Es gibt ein paar Constraints. Aber das wäre zum Beispiel eine bequeme Möglichkeit, einfach die Kopplung rauszukürzen. Wir haben ein kompliziertes gekopptes System. Wir tun in der Regel einfach so einstellen, dass sich die Kopplung rauskürzt. Kann man im Prinzip machen, kein Problem, das mathematisch hinzuschreiben. Die Frage ist, kann man diese Art von Regler realisieren? Oftmals hat man ja Probleme mit der Realisierung von Reglern, besonders wenn da irgendwo eine Inverse drin steht. Denken Sie einfach mal an den PD-Regler. Wir konnten den D-Teil auch nicht realisieren. Genauso haben wir hier Probleme, das zu realisieren. Aber mathematisch kann man das einfach machen, einfach rauskürzen. Gehen wir mal durch ein Beispiel, den Mischtank, nur zur Modellierung eines Multi-Input-Multi-Output-Systems. Und schauen wir uns das mal an. Das Beispiel ist wie folgt. Wir haben einen Tank mit konstanten Durchmesser, Höhe H. H ist variabel, das wird eine State-Variable werden. Der Tank hat eine gewisse Temperatur, T, das ist auch eine State-Variable werden. Wir haben einen Einfluss, TH, QH. Der Index H steht für Hot, nehme ich an, also Heißwasser. Wir haben einen Einfluss mit Kaltwasser, mit Temperatur TC, Durchflussrate QC. Und wir haben einen Ausfluss Q, O steht für Out. Die einzigen Variablen, die ich noch nicht erklärt habe, waren der Tankquerschnitt, der konstant ist. Wir nehmen an, die Flüssigkeit hat eine konstante spezifische Wärmekapazität und eine gewisse Dichte Rho. Schauen wir uns mal die Modellierung an dieses Problems. Wie modelliert man das? Der schwierigste Term zu modellieren ist eigentlich gleich der erste hier. Ich nehme an, Sie haben bisher in Elektrotechnik keine Fluiddynamik gehört. Wenn Sie es gehört hätten, da gibt es sowas wie eine Bernoulli-Gleichung. Und in der Bernoulli-Gleichung kommt sowas vor, das nennt sich, versuchen wir mal zu schreiben, Torricelli. Torricellis Gesetz sagt, dass wenn man einen Tank hat, gewisse Wasserhöhe, dann ist der Ausfluss aus dem Tank proportional zur Wurzel der Höhe. Okay? Es kommt daher, dass in dieser sogenannten Bernoulli-Gleichung mehr oder weniger Masse und Energie bilanziert, ein quadratischer Term ist, wie bei kinetischer Energie ein halb mv Quadrat, so ein ähnlicher Term ist da, und deswegen kommt hier eine Wurzel rein. Okay? Also Torricellis Gesetz sagt, der Ausfluss hier ist eine Konstante A mal Wurzel aus Gravitation 2g mal h, die Höhe. Jetzt schreiben wir mal die Massenbilanz auf. Masse, wie Sie wissen, ist Volumen mal Dichte. Jetzt können wir d nach dt vom Volumen machen. Die Dichte ist konstant, der Querschnitt ist konstant. Das Einzige, was im Volumen ändert, ist im Prinzip die Höhe. Und auf der rechten Seite haben wir auch nur die Massenbilanz. What comes in goes out. Okay. QC plus QH minus Q. Das wäre unsere erste Differentialgleichung. Als zweite Differentialgleichung holen wir noch den ersten Hauptsatz der Thermodynamik raus, die Energiebilanz. Die sagt, Änderung von Energie ist konstant. In dem Fall, was ist Energie? Ist die Temperatur mal die Masse mal die spezifische Wärmekapazität. Jetzt können wir d nach dt da hinschreiben. In dem Fall, das Einzige, was sich zeitvariabel ändert, ist die Temperatur und die Höhe. Und auf der rechten Seite haben wir die Energiebilanz, auch wieder Durchflussraten mal spezifische Wärmekapazität. Wie Sie sehen, haben wir hier ein Produkt. Das heißt, wir können das aufspalten in d nach dt mal dem ersten Term, mal den zweiten, plus umgekehrt auch, also die Produktregel der Differentiationsrechnung benutzen. Und kriegen dann eine Gleichung, steht dh nach dt, und können diesen Term hier einsetzen und kommen auf diese zweite Differentialgleichung. Okay? Also Dichte, Durchmesser, Höhe, Temperaturvariabel, die Ableitung davon ist minus der Term und sind kürzlich auch einiges gleich raus. Also das sind die zwei Differentialgleichungen, die das System beschreiben. Was macht das System kompliziert? Verschiedene Sachen. Sieht irgendwer, was das System kompliziert macht? Schauen wir mal, wie viele Meldungen wir kriegen.
war, ja? Ja, man sieht in der zweiten Leitung schon, dass er H mal DT nach DT ist, was irgendwie ja schon mal nicht linear ist. In der zweiten Gleichung? Also unter der Benutzung von 2, wo dann 3 steht. Also die unterste. Da steht ja H mal DT. Ah, okay, ja. Hier haben wir eine Nichtlinearität, weil die Ableitung von einer Variable mal das, die andere, das stimmt. Sieht sonst noch irgendwer Nichtlinearitäten? Ja? Ja, Q0 ist abhängig von der Wurzel von H. Das kommt in der Ableitung. Genau, ja, der Abfluss ist nach Torricelli's Gesetz die Wurzel, die zweite Nichtlinearität. Es gibt noch eine dritte, die man vielleicht nicht gleich sieht, die aber eventuell für den Regelentwurf die wichtigste ist. Denken Sie mal, was sind die Eingänge in dieser Gleichung? Was sind die Variablen, die manipulieren? Was ist das U? Die Durchflussraten. QC, QT. Und Sie sehen, multipliziert QC und QH auch das T. Sprich, hier haben wir eine weitere Nichtlinearität. Das wäre X mal U. Okay? Also wir haben insgesamt 3 Nichtlinearitäten, die das System kompliziert machen. Und oftmals für den Regelentwurf stellt sich die als am kompliziertesten heraus. Wollen wir nicht in die nichtlineare Welt gehen, sondern tun wir alles linearisieren und schauen einfach mal, wie es funktioniert. Noch eine kleine Anmerkung, vielleicht haben Sie Signalsysteme schon gehört. Wann hat denn eine Differentialgleichung eine Lösung überhaupt? Haben Sie vielleicht gehört von der Lipschitz-Konstante? Okay. Diese Nichtlinearität ist nicht Lipschitz. Die Wurzel wird unendlich steil gegen Null. Sprich, diese Gleichung, wenn Sie sie in der Nähe von Null initialisieren, diese Differentialgleichung wird keine Lösung haben. Stecken Sie es mal in MATLAB und schauen, was passiert. Okay. Also es, mit anderen Worten, diese Gleichung und diese Modellierung funktioniert nur dann, wenn wir weg sind von diesem Term, wo Wurzel h einen unendlich großen Slope hat. Okay. Es ist zwar hier ein Babyproblem, aber wenn Sie das lösen, gibt es übrigens $1 Million dafür. Das ist eines der Millennium-Probleme in der Mathematik, nämlich Existence and Uniqueness der Fluiddynamikgleichung zu zeigen. Können Sie mal auf Wikipedia googeln, es gibt 18 dieser Probleme und es gibt $1 Million pro Lösung. Eines der Probleme heißt, zeigen Sie Eindeutigkeit der Lösungen für Fluiddynamikgleichungen. Und das sind die Art von Problemen, dass Terme vorkommen, die nicht Lipschitz sind. Aber wir wollen nicht so hochgreifen nach den Sternen. Fangen erstmal gemäßigt an. Also in unserem Problem, das sind die 3 Gleichungen, die uns interessieren. Wir linearisieren sie um einen stationären Zustand. Wie ich gesagt habe, der stationäre Zustand macht nur dann Sinn, wenn die Höhe nicht Null ist. Wenn die Höhe Null ist, kriegen wir Probleme mit der Wurzel. Also den stationären Zustand kriegen wir, wenn wir die Gleichung Null setzen. Die Steady State Output Flow Rate ist dieser Term 2 mal G Wurzel 2 GHS. Wir kriegen hier die Strombilanz der Ströme und wir kriegen hier die Energiebilanz. Und dieser Index S ist der stationäre Wert. In dieser Gleichung sind wirklich die Eingänge QC und QH, alle anderen Werte sind konstant. Tun wir mal die DGL herleiten, also linearisieren. Sehen gleich in der Linearisierung, sehen Sie gleich das Millennium-Dollar-Problem aufkommen. Nämlich in der Linearisierung haben Sie ein 2 über H. Okay, also wenn H 0 ist, ist die Linearisierung nicht gut. Also ein kleiner Hint an das Problem. Also wir linearisieren jetzt mal die erste Differentialgleichung hier. Die ist noch eine leichtere. Das Einzige, was wir hier linearisieren müssen, ist im Prinzip nur das Torricelli-Gesetz, was sich linearisiert zu der Steady-State-Flow-Rate plus 1 über 2 mal die Wurzel, QS über 2 HS, H minus HS. Der Grund, warum hier nicht 1 über Wurzel 2 G steht, ist, dass ich hier schon im Prinzip diesen Term eingesetzt habe, diesen hier. Ich habe 1 Wurzel 2G mit QS ersetzt. Aber es sind nur Taschenspielertricks. Okay? Also wir kriegen eine Linearisierung, einen linearen Term und Sie sehen, wir kriegen ein Problem, wenn der stationäre Punkt 0 wäre. Okay? Also das wäre unsere lineare Differentialgleichung für die Bilanz des Volumens, die Massenbilanz. Sie sehen hier die Eingänge, QC, QH. Und hier haben wir den Zustand. Wir können das Ganze jetzt auch machen mit der Energiebilanz, die Sie auch linearisieren. Ist auf den Slides nicht ganz sauber gemacht, aber ich hoffe, Sie können es trotzdem nachvollziehen und daheim nochmal nachrechnen. Sie sehen, was Sie in den Slides gemacht haben. Sie haben gleich diesen Term, der Ihnen als allererstes aufgefallen ist, das Produkt von H und dt nach dt gleich mit hs ersetzt. Stellt sich raus, wenn man 2, 3 Zahlen rechnet, kommt man darauf. Also nicht, aber einfach so.
Okay. Also da müsst ihr ein bisschen vorsichtig sein. Auf der rechten Seite, die Nichtlinearitäten, hier haben wir ein T mal QC, das ist eine Nichtlinearität. Müssen wir natürlich jetzt hier schreiben hin den First Order Expansion, hier den Steady State, TS, QS. Dann kriegen wir hier T mal QS und TS mal Q. Also das wäre unser X mal U Steady State und U mal X Steady State. Und kriegen dann wirklich diesen Term hier raus. Das heißt, wir haben hier wieder die Eingänge in Abhängigkeit vom Steady State und den Zustand. Wie gesagt, nicht kompliziert, einfach nur ein bisschen Rechenarbeit. Tun wir noch einen weiteren Schritt machen. Oftmals muss man, um ein System wirklich zu analysieren, in gewisser Weise Äpfel mit Äpfel vergleichen und nicht Äpfel mit Birnen. Wir haben jetzt mehrere Eingänge, mehrere Ausgänge. Ein paar der Eingänge werden gemessen in Joule pro Sekunde, andere in Celsius, andere in, was ich, Volumenfluss. Und jetzt möchte man natürlich vergleichen, wie dominant ist diese Kreuzkopplung über diese. Und um diesen Vergleich überhaupt wirklich sauber anstellen zu können, müssen wir alle Größen normalisieren. Sprich, wir nehmen als Zustandsvariablen normalisierte Größen. Das heißt, wir tun die Abweichung von der Höhe vom Steady State, normalisieren um den Steady State. Gleichzeitig tun wir den Fluss normalisieren um den Steady State und auch die Temperatur. Also wir nehmen dimensionslose Variablen. Und das machen wir wirklich, damit wir Äpfel mit Äpfel vergleichen können. Also es schaut hier nach einem trivialen Trick aus, aber wenn Sie mal wirklich ein Regelsystem in der Realität auslegen müssen, ist das oftmals ein sehr wichtiger Step. Okay. In dem Fall kriegen wir dieses linearisierte System. Sie sehen, im State-Space-Modellierung die A-Matrix fast schon trivial, nicht sehr einflussreich, einfach diagonale Matrix, stabil, Eigenwert minus 1,5, minus 1. Was macht das System interessant? Dass die G-Matrix voll gekoppelt ist. Okay, also jeder Eingang tut jede Zustandsgröße gewisserweise verändern. Das System selber, die eigentliche Dynamik, ist nicht so interessant. Es ist wirklich hier die Kopplung in der Eingangsmatrix, in der G-Matrix. Sie haben es wahrscheinlich schon in Signalsysteme gemacht. Wir machen es in der State-Space-Vorlesung, ich denke nächste Woche nochmal wieder. Nur eine kurze Vorschau. Bisher haben wir nur Regler im Laplace-Bereich ausgelegt, im Frequenzbereich. Also tun wir auch dieses System im Frequenzbereich analysieren. Also wir transformieren in den Frequenzbereich. Sprich, wir nehmen Laplace-Transformation auf beiden Seiten dieser Gleichung. Das gibt uns S mal X im Laplace-Bereich. Das gibt uns F mal X. Das gibt uns G mal U im Laplace-Bereich. Wenn wir dann auflösen, nach dem Ausgang, der Ausgang in dem Fall, die messbaren Zustände, das wäre in dem Fall die die Temperatur und die Höhe, ja, kriegen wir SI minus die Matrix invers mal G und kriegen diese Art von Übertragungsmatrix. Okay. Wir sehen, ich kann das ganz allgemein machen. Einzig, was anders ist, wie bisher, was wir alles angeschaut haben, wir haben eine Übertragungsmatrix statt eine Übertragungsfunktion. Und jedes Element dieser Übertragungsmatrix ist eine Übertragungsfunktion. Okay. Dieses hier, mit dem wir jetzt leben müssen. Wirklich in unserem Fall ist es so, ich nehme irgendeinen Eingang, zum Beispiel den Eingang, der auf die Höhe wirkt. Der wird natürlich auch die Temperatur beeinflussen, umgekehrt. Das wäre der heiße Temperaturzufluss, das ist der kalte Temperaturzufluss. Die werden sowohl Temperatur als auch Höhe beeinflussen. Es gibt genügend Kreuzkopplung in diesem System. Und im Zustandsraum sehen Sie diese Kreuzkopplung hier in der Input Matrix. Im Frequenzbereich ist einfach eine gekoppelte Transfer Matrix. Wir kommen nachher zurück auf dieses System, weil wir uns fragen wollen, wann ist es denn eigentlich möglich, dass ich jetzt mit Ausgang 1 den Zustand 1 regle, mit Ausgang 2 den Zustand 2? Oder wann muss ich mit Ausgang 2 eigentlich den Zustand 1 regeln oder mit Ausgang 1 den Zustand 2? Man könnte jetzt hier allerhand Kreuzkopplungen, Einschlafenregler überlegen und ist nicht klar, was ist der Beste, wann machen wir was. Okay. Also wir kommen auf das Beispiel zurück nachher, deswegen habe ich es so im Detail behandelt. Fragen zu einem Beispiel von Ihnen? Nein? Okay, also wie gesagt, selbst für sehr, sehr einfache Systeme kann man sehr schnell auf eine Kreuzkopplung kommen. Okay. Als nächstes schauen wir uns an das Relative Gain Array als Kopplungsmaß. Okay, wie der Name sagt, Relative Gain, wir schauen uns eine Verstärkung an oder im Prinzip zwei Verstärkungen und schauen uns an, wie diese zwei korrelieren. Im speziellen Fall
haben wir gerade so ein Apfelsystem hergeleitet. Sprich, wir haben eine Übertragungsmatrix, 2 Kreuz 2, wir haben 2 Eingänge, 2 Ausgänge und die sind irgendwie gekoppelt. Übrigens, ich könnte mir auch beliebige Beispiele ausdenken, wo ich mehr Eingänge als Ausgänge habe oder umgekehrt, also wo die Übertragungsmatrix entweder eine fette Matrix oder eine große Matrix ist. Gibt es genügend Beispiele davon. Oftmals haben sie sehr viel mehr Sensoren als Aktuatoren. In dem Fall wäre die Matrix dann eine große. Und wir wollen uns jetzt fragen, was passiert, wenn wir jetzt diese Art von Regler designen? Sollen wir Ausgang 1 mit Eingang 1 koppeln oder sollen wir Ausgang 1 mit Eingang 2 koppeln? Okay. Was ist die Kopplung, die wir nehmen für den Einschlafenregler? Und das Verstärkungsmaß zu nehmen, um zu analysieren, was jetzt die beste Kombination ist, der Relative Gain Array. Was macht der Relative Gain Array? Er schaut sich mehr oder weniger 2 Verstärkungen an. Er schaut sich an, was ist diese Verstärkung, wenn ich einfach nur X2 UH regle. Das ist die eine Verstärkung. Die andere Verstärkung wäre die folgende. Kriege ich das hin in 2 Farben? Ja. Die andere Verstärkung wäre, wenn ich jetzt hier diesen Loop kreuzen würde, dann hätte ich hier eine Übertragungsfunktion, die so geht, plus diesen Term, der von hier kommt. Okay. Und das Relative Gain Array schaut sich mehr Wege an, das Verhältnis dieser 2 Closed Loop Übertragungsfunktionen, nämlich den, sagen wir mal, Open Loop und den Closed Loop. Und fragt sich, was ist das Verhältnis dieser 2 Verstärkungen? Und wenn das Verhältnis jetzt zum Beispiel 1 ist, das würde heißen, dass das Übertragungsfunktion nicht ändert, ob ich jetzt den Loop 1 schließe oder nicht schließe. Mit anderen Worten, der Loop 1 interessiert mich nicht. Ich kann ihn schließen, hat für das System keinen Einfluss. Angenommen, diese Zahl, diesen Bruch, die ich hier kriege, ist zum Beispiel irgendwas Großes oder sehr Kleines, dann würde der Unterschied zwischen Open Loop und Closed Loop sehr dramatisch sein. Okay? Mit anderen Worten, wir können diesen obigen Loop schließen, ohne auf das Verhältnis U2 auf X2 Einfluss zu nehmen, nur dann, wenn dieser Quotient 1 ist. Okay. Gut, versuchen wir das mal ein bisschen präziser zu machen, diese Idee. Das war jetzt wirklich nur der Comic-Sketch. Also, wenn wir keinen Regler haben, dann ist die Übertragungsfunktion, also wenn GC1 gleich 0 ist, dann würde das ja heißen, dass UC gleich 0 ist. Vielleicht sollte ich das noch zuschreiben, das steht nämlich nicht auf den Slides. Angenommen, GC1 ist 0, das würde auch heißen, dass UC gleich 0 ist. Okay? Mit anderen Worten, dieses Signal ist 0 und diese Kopplung hat keinen Einfluss. Und in dem Fall wäre die Übertragungsfunktion von der UH, also sprich dem Einfluss mit heißen Temperaturen zum Beispiel, auf die x2-Variable wirklich nur g22. Das wäre diese Übertragungsfunktion. Okay, schreiben wir das auch mal hin hier. Das wäre der rote. Jetzt überlegen wir uns, was passiert, wenn wir diesen Regler schließen. GC1 ungleich 0. Dann haben wir eine weitere Verstärkung. Und zwar ist diese weitere Verstärkung diese, die kommen würde, dass x2 auch abhängt von diesem Signal. Und dieses Signal wiederum über irgendwelche Kreuzkopplung von UH abhängt. Okay? Also das wäre diese Art von Kreuzkopplung. Was wäre das genau? Also x2 ist der G22 UH, die Open-Loop-Verstärkung, plus dieses Signal, das von hier oben kommt, nämlich G21 mal UC. Jetzt müssen wir ausrechnen, was ist UC. Wir können einfach unsere Regeln nehmen für Blockschaltbilder, die Sensibilität berechnen, nämlich UC ist der Effekt dieses Kreises hier. Das ist im Prinzip die Sensitivity Function, also UC ist minus GC1 über G12 mal UH, also sprich, der Ausgang hier hängt auch ab von UH, über 1 plus G1, sonst gibt es GC1. Okay? Wenn Sie es nicht direkt sehen von den Blockschaltbildern her, können Sie es auch schnell herleiten. Setzen wir das mal ein, dann kriegen wir diesen Term.
Und jetzt nehmen wir an, irgendwer, der den Regelsystem 1-Kurs bestanden hat, designt den perfekten Regler. Nämlich den Regler, der super High Gain hat, sehr hohe Bandbreite und kann das GC1 sehr groß auslegen. Wenn er das sehr groß auslegt, nehmen wir an, GC1 gegen unendlich, also wirklich eine sehr, sehr starke Regelverstärkung. Wenn GC1 unendlich wäre, dann würde sich ja hier in diesem Bruch alles rauskürzen, bis auf diesen Term G12, G21 mal G11. Können wir die zwei zusammenfassen und kriegen diese Übertragungsfunktion. Okay, also für, wenn wir den Loop schließen mit einem High-Gain-Regler, würden wir diese Übertragungsfunktion kriegen. Wenn man sich die Übertragungsfunktion mal genau anschaut, sehen Sie, dass diese Übertragungsfunktion und diese eigentlich gar nicht so unterschiedlich sind. Sie wären identisch, wenn entweder G12 0 ist oder wenn G21 0 ist. Okay? Also mit anderen Worten, dieser Term hier ist wirklich relevant für die Kreuzkopplung. Okay? Also Kopplung in beiden Richtungen ist wichtig hier. Gut, gehen wir mal eine Slide weiter. Wie gesagt, dieses Relative Gain Array, das ich aufstellen will, das relative Gain, ist die relative Verstärkung dieser zwei Regler. Und er ist einfach definiert das Verhältnis von dem Open Loop über den Closed Loop. Okay? Ich schaue mir die Verstärkung von X2 nach UH an, wenn ich den Regelkreis einschließe und wenn ich ihn offen lasse. Also genau dieses Verhältnis. Und mit den Formeln von der vorigen Seite gibt sich genau dieser schöne Ausdruck dafür. Wie Sie sehen, dieser Ausdruck wäre genau dann 1, wenn entweder G12 oder G21 0 ist. Dann wäre er 1, sonst wäre er irgendwas anderes. Man kann die gleiche Rechnung anstellen, auch für die Kopplung von Ausgang 1 nach Input 1, eine Regel über G2 schließen. Sie sehen, diese Formeln sind komplett symmetrisch, es wird nichts verändern. Also sprich, das relative Gain von X2 zu also Ausgang 2 zu Eingang 2 ist dasselbe wie das Verhältnis von Ausgang 1 zu Eingang 1. Sprich, das ist komplett symmetrisch. Okay? Mit anderen Worten, die Rechnung führt zum gleichen Resultat. Und es stellt sich heraus, dass, wenn man jetzt natürlich die anderen Regelkreise schließt, okay, also ich habe Ihnen bisher gezeigt, was passiert, wenn ich jetzt hier oben eine Regel schließe, das ist M11. Wir haben uns angeschaut, was passiert, wenn man hier unten eine Regel schließt, das ist das M22, diese zwei Terme. Jetzt kann man sich natürlich auch überlegen im Fall, was passiert, wenn ich diesen Regelkreis schließe, von X1 nach UH oder von X2 nach UC. Und sich diese Verstärkung anschauen. Stellt sich heraus, wenn man dieses ausrechnet, kriegen Sie diese Terme, M12 und M21, die diese Formen nehmen, minus G12 G21 über G11 G22, mal wieder das Produkt. Schaut jetzt gerade nach sehr komplizierten Formeln aus. Stellt sich heraus, die Formel ist eigentlich ziemlich simpel. Diese Formel ist nämlich einfach nur 1 minus M11 oder 1 minus M22. Stellt sich heraus, diese kleine Rechnung verallgemeinert sich auch. Okay? Wenn Sie das Relative Gain ausrechnen von, was weiß ich, 1,1, haben Sie auch gleich automatisch Relative Gain von 2,2 und auch 1,2 und 2,1. Okay? Mit anderen Worten, es kann nur einer dieser ganzen Faktoren 1 sein oder 2 können 1 sein. Entweder die diagonalen Elemente oder die nebendiagonalen Elemente. Es gehört nicht bei, natürlich kann auch alles 1,5 sein. Dann können wir nicht wirklich sagen, was die beste Kopplung ist. Okay. Jedenfalls können wir uns jetzt aufstellen, dieses Tableau der Kopplungswerte und uns daran überlegen, wen koppeln wir mit wem. Gehen wir noch eine Slide weiter vor der Pause. Ihr wisst was, machen wir eine kurze Pause, 15 Minuten und dann fahren wir fort. Danke vielmals. So, meine Damen und Herren, kommen Sie bitte wieder zur Ruhe. Okay, das Hauptthema der heutigen Vorlesung
ist Kopplung von Regelkreisen, koppelt der Systeme, vor allem wie designen wir die Regler, wenn die Systeme gegeben sind über Transfermatrizen, sprich wir haben mehrere Eingänge, mehrere Ausgänge, die interagieren. Wir haben uns gerade angeschaut, dieses Relative Gain Array, das wir gerne nehmen würden als Faustregel, um zu wissen, welche Regelkreise sollen wir schließen. Soll Y1 mit U1 interagieren, Y1 mit U2 oder umgekehrt. Selbst natürlich für das andere Paar. Wir haben diesen Relative Gain Array definiert als das Verhältnis zweier Verstärkungen. Die eine Verstärkung war die Open-Loop-Verstärkung, zum Beispiel wenn ich jetzt hier den Regler nicht schließen würde und UC wäre 0, was wäre die Verstärkung von UH nach X2? Und die andere Verstärkung wäre, wenn wir diesen Regelkreis schließen mit einem High-Performance-Regler mit unendlicher Bandbreite. Dann kriegen wir noch dazu diesen Regelkreis drauf. Und wir haben gesagt, idealerweise hätten wir, dass dieser Quotient in der Größenordnung 1 ist. Was würde das heißen? Wenn der Quotient in der Größenordnung 1 ist, heißt das, es macht keinen Unterschied, ob wir Regelkreis 1 schließen oder nicht, für diese Übertragungsfunktion. Das heißt, wir schließen Y1 mit U1 und Y2 mit U2, wenn dieser Quotient 1 ist. Jetzt haben wir mal die Quotienten berechnet, wie der dann ausschaut im Detail. Haben wir mal durchgerechnet, was ist diese Übertragungsfunktion, was wäre diese für einen High-Bandwidth-Regler. Es hat sich herausgestellt, das Folgende, dass innerhalb all dieser vier Paarungen haben wir im Prinzip nur einen einzigen Freiheitsgrad. Wenn Sie einen dieser Relative Gains berechnen, zum Beispiel das Verhältnis von Ausgang 2 zu Eingang 2 in Open und Closed Loop, kriegen Sie dieses Element M11, was aber auch gleichzeitig M22 ist, sprich Kopplung von Ausgang 2 und Eingang 2. Und stellt sich heraus, dass die anderen Kopplungsmaße, die Kreuzkopplungen, sich errechnen zu 1 minus die anderen Kopplungen. Mit anderen Worten, wenn wir dieses Tableau erstellen von allen verschiedenen Kopplungen, die wir aufstellen können, gibt es im Prinzip nur einen einzigen Freiheitsgrad. Okay. Alle anderen rechnen sich daraus. Man kann das auch anders herleiten. Bisher schauen die Formeln ja ziemlich kompliziert aus hier. Es stellt sich heraus, sie sind eigentlich ziemlich leicht zu interpretieren. Leiten wir das mal anders her, dann sehen Sie, wie man die Formeln leicht aufschreiben kann. Und zwar schauen wir uns mal die andere Paarung an, sprich wir schließen Regler GC2 oder wir schließen ihn nicht, genauso wie vorher mit GC1. Nochmal ein anderes Symbol verwendet hier. Wenn der Regler offen ist, sprich wie vorher, also wir schließen hier einen Regler, angenommen dieser Regelkreis ist offen, sprich dieses Signal UH wäre 0, dann wäre X1 ja auch G11 mal UC. Okay. Das wäre dieser Fall. Suchen wir das mal zu schreiben. Also in der Regel offen ist, das spricht GC2 gleich 0, dann wäre U2 gleich 0 und wir hätten dann diese Übertragungsfunktion. X1 über U1 ist G11. Wenn der Regler jetzt geschlossen ist, können wir entweder die gleiche Rechnung anstellen wie vorher. Versuchen wir es mal anders herzuleiten. Wenn der Regler geschlossen ist und wir tun den Regler mit sagen wir, einer hohen Bandbreite definieren, oder designen, dann wird er für einen richtig guten Regler ein perfektes Tracking erreichen. Sprich, wir würden den Zustand im Prinzip sofort auf den Ursprung zurückregeln. Okay. Also wenn wir diesen Regelverstärkung sehr groß wählen, könnten wir X2 ja auch gleich gegen 0 führen lassen. Im Prinzip. Okay. Rein theoretische Betrachtung. Was verhält es zwischen U und den Ausgängen? Naja, U ist G-Inverse mal X. Nehmen wir mal an, wir könnten es invertieren. G-Inverse wäre diese Matrix. Wir sehen jetzt, dass U1 für X2 gleich 0. Okay. Also U1 für X2 gleich 0 wird sich dann ergeben zu X1 und U1 ist das 1-1-Element der Inverse. Und daraus können Sie nun auch sehen, dass im Prinzip dieser Relative Gain Array ist hier einfach bestimmt aus dem Produkt von G und G-Inverse, elementweise. Sie berechnen die Übertragungsmatrix, Sie berechnen die Inverse-Übertragungsmatrix, Sie multiplizieren die zwei Matrizen elementweise, also das HDMA-Produkt oder MATLAB-Dot-Product, wie auch immer Sie es nennen wollen, und Sie kriegen genau diesen Relative Gain Array raus. Was sind die Eigenschaften dieses Relative Gain Arrays?
Die erste Eigenschaft, die wir schon gesehen haben, er summiert sich auf 1. Das kann man auch herleiten für, was ich, 1000 Kreuz 1000 Transfermatrizen, sogar für nichtsymmetrische, dass die Spaltensumme und Zahlensumme immer 1 ergibt. Also für eine 2 Kreuz 2 Matrix haben wir einen Freiheitsgrad. Es stellt sich heraus, wie ich vorher gesagt habe, Skalierung ist sehr wichtig für Systeme, besonders wenn wir verschiedene Ausgänge vergleichen wollen, die eventuell komplett verschiedene Dimensionen haben. Was sagt uns das, wenn ein Verhältnis 1 ist, das andere 1000, das andere 0,01? Es sagt uns gar nichts, wenn es nicht die gleichen Units sind. Okay? Deswegen müssen wir das ganze System vorher skalieren. Es stellt sich heraus, dieses Relative Gain Array ist skalierungsunabhängig. Sprich, wenn wir jetzt einfach mal alle Ausgänge und alle Eingänge skalieren, sprich die Übertragungsfunktion mit diagonalen Matrizen multiplizieren, wird sich das Relative Gain Array nicht verändern. Okay? Das ist das gleiche wie vorher. Also eine gute Eigenschaft. Und wir können es berechnen, wie gesagt, aus der Übertragungsmatrix, indem wir die Übertragungsmatrix multiplizieren mit der inversen Übertragungsmatrix transponiert elementweise. Okay? Das ist wirklich diese Formel hier. Es gibt auch einen MATLAB-Befehl dafür, der mehr oder weniger diese Art von Formel aufführt. Und die Faustregel ist, wie vorher schon gesagt, wir würden gerne Elemente koppeln, für dieses Relative Gain 1 ist. Sprich, für die es egal ist, ob wir jetzt eine Regel schließen oder nicht schließen. Schauen wir uns mal für den Mischtank an, das Beispiel, das wir vorher im Detail hergeleitet haben. Oh ja, noch eine Sache. Hier steht so naiv da, für die MJ ungefähr gleich 1 ist. MJ ist eine Funktion von S. Okay, also wir müssen, und es wird wahrscheinlich nie perfekt 1 sein, es wird wahrscheinlich auch nie konstant sein. Sprich, es wird irgendeine Übertragungsfunktion sein. Die Frage ist, für welches S werten wir dieses Produkt hier aus? Okay. Es stellt sich heraus, was sich in der Praxis bewährt hat, ist, dass wir das Relative Gain Array auswerten, entweder für S gleich 0, also sprich die stationäre Verstärkung, täglich unendlich, oder im Bereich der Durchschnittsfrequenz, eins von beiden. Im Normalfall werten wir es aus für S gleich 0. Okay. Deswegen für den Mischtank schauen wir uns an die Übertragungsfunktion G an der Stelle 0, stationäre Verstärkungen. Das wäre die stationäre Verstärkung. Das wäre die inverse stationäre Verstärkung. Also das ist 1 über die Determinante mal die Spur von A minus A. Gibt Ihnen diese Formel hier. Jetzt können wir daraus das Relative Gain Array berechnen, indem wir diese zwei elementweise multiplizieren mit Transponierzeichen. Und wir kommen auf diese Formel hier. Und wie Sie sehen, diese Formel hängt ab von Linearisierungspunkt. Okay? Was die stationäre Temperatur für das heiße und den kalten Zufluss. Und jetzt können wir uns zwei Fälle überlegen. Der erste wäre, angenommen, QC wäre viel größer als UH, QH, sprich wir lassen viel mehr kaltes Wasser reinfließen als heißes Wasser im Steady State. Wenn Sie zurückgehen auf die Steady State Formeln, die dieses Beispiel schreiben, ich wollte es nicht zurückgehen, aber wenn Sie mal 10 Slides zurückblättern, würden Sie sehen, dass das beschreibt ungefähr, dass die Temperatur im stationären Zustand ungefähr gleich die kalte ist. Ist auch sehr intuitiv. Wir geben viel kaltes Wasser rein, also sprich die Temperatur wird die kalte Temperatur sein. In diesem Fall ist Relative Gain Array die Identitätsmatrix, weil sich die Nebendiagonalen herauskürzen. Jetzt kann man natürlich auch die Geschichte umdrehen und sagen, okay, was passiert eigentlich, wenn wir mehr heißes Wasser als kaltes reingeben? Dann wäre die stationäre Temperatur ungefähr die heiße, und das Relative Gain Array wäre die Nebendiagonalmatrix. Also wir hätten hier 0, 0 auf der Diagonale und 1 in der Nebendiagonalen. Das würde heißen, wir paaren x1 mit u1. In dem Fall würde das heißen, wir paaren die Höhe mit dem Ausgang QC, mit dem Eingang QC, also mit dem Kaltwassereingang. Oder wir paaren die Höhe der Erstzustand mit dem Heißwassereingang. Mit anderen Worten, wir paaren es immer mit dem Eingang, der effektiver ist. Okay? Aber Sie sehen, in Abhängigkeit vom Linearisierungspunkt können wir komplett verschiedene Relative Gain Arrays kriegen, die uns grob ansagen, welche Eingänge, welche Ausgänge wir paaren sollen. Gut. Ein letztes Thema haben wir noch in der Mehrvariablenregelung, nämlich den Entkopplungskompensator. Ich habe Ihnen ja vorher schon einen kleinen Preview gegeben, sprich wir können einen Regler vorschalten, dessen Ziel ist es einfach, die Systeme zu entkoppeln. Okay. Wir haben vorher schon einen hergeleitet. Schauen wir uns nochmal einen an. Das ist im Prinzip der gleiche wie vorher. Sprich, hier wollen wir gerne
Hier wird der Regler, der wäre irgendwo, den müssten wir jetzt hier designen, Regler. Vor dem Regler schalten wir noch einen Filter rein. Der Filter hat die Eigenschaft, dass er die Signale entkoppeln soll. Sprich, das wären diese zwei Elemente. Was macht dieser Filter? Wirklich? Nehmen wir mal diesen Pfad hier. Dieser Pfad hat die Eigenschaft, dass es sich mit diesem Pfad kürzen wird. Okay. Umgekehrt, dieser Pfad wird sich mit diesem Pfad hier kürzen. Ja, also das sind hinter der Regelung. Das ist genau der gleiche Regler, wie ich ihn gezeigt habe vorher auf Slide Nummer 3. Nur jetzt mal ausgeschrieben, was das wäre. Das wäre jetzt ein Entkopplungskompensator. Den könnte ich jetzt so hinschreiben. Die Übertragungsfunktion von diesem Block hier wäre diese, H. Jetzt können wir mal H und G multiplizieren. Und wenn wir H und G multiplizieren, also sprich das System dann hinschreiben, die Reinschaltung der beiden, sehen Sie, dass wir das System wirklich entkoppeln. Okay? Also der eigentliche Regler wäre dann das U', der extra Eingang, den wir erst auf den Filter H laufen lassen. Und der Filter H hat die Eigenschaft, dass wir das System entkoppeln. Sie sehen natürlich, wir tun ein bisschen auch die Übertragungsfunktion, das Schreck ändern. Aber dafür müssen wir jetzt nicht mehr rumschlagen mit Multi-Input, Multi-Output-System. Wir haben jetzt im Prinzip das System entkoppelt und können zwei Single-Input, Single-Output-Einschleifen-Regler designen. Leider ist es natürlich nicht immer so schön, wie es hier steht in den Formeln. Das Problem ist, Sie müssen dieses Ding hier auch realisieren. Ja? Und in dieser Übertragungsverschicht steht dann 1 über G2 drin. Okay. Wenn Sie mal kurz nachdenken, wann können wir denn eine inverse Übertragungsfunktion realisieren? Naja, also die minimale Anforderung wäre ja, dass selbst die inverse kausal ist. Wenn sie nicht kausal ist, können wir das Ding nicht bauen. Sprich, man kann die Übertragungsfunktion nur dann invertieren, kausal, wenn Zählergrad gleich Nennergrad gilt. Okay, also das ist ein wirkliches Constraint, wenn man diesen Trick anwenden kann. Also die Kausalität ist wichtig. Es ist noch ein anderer Punkt wichtig, der steht jetzt nicht auf der Slide. Was ist eigentlich, wenn G2 instabile Nullstellen hat? Dann würde ich mit diesem Regler einen instabilen Pol initiieren. Okay. Also das Ganze funktioniert nur dann, wenn ich benötige, dass 1 über G2 stabil ist. Sprich, das System ist nicht minimalphasig. Gehen wir mal eine Slide zurück. Was passiert denn, wenn das nicht stabil ist, 1 über G2? Dann würde dieses Signal hier, das sich zwar rauskürzt, würde gegen unendlich gehen. Kein Problem, es kürzt sich raus. Es ist ein Problem, weil, naja, das, der Eingang auf das System, das ist die Physik, wird unendlich. Okay, also nicht sehr vorteilhaft. Mit anderen Worten, diese Art von Entkopplungskompensatoren, wo sie einfach Sachen rauskürzen, funktionieren nur dann, wenn man die Systeme invertieren kann. Sprich, es muss kausal sein, die Inverse muss kausal sein, sprich Zählergrad gleich Nennergrad in dem Fall. Und die Inverse muss stabil sein, das ist, wir haben nur stabile Nullstellen. Ähnlich wie ich es Ihnen gezeigt habe für den PD-Regler, kann man natürlich auch alle an Tricks anwenden und sagt, okay, wir konstruieren nicht die exakte Inverse, aber wir konstruieren einen Filter, der in den Frequenzbereich, der uns interessiert, genau eine gleiche Frequenz hat wie die Inverse und stabil und so weiter ist. Kann man alles machen, gibt viele Ansätze dazu. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass diese Taschenspielertricks in der Realität oft nicht klappen. Okay? Aber wie beim PD-Regler auch, können Sie sich überlegen, können wir die Inverse approximieren im Frequenzbereich, der uns interessiert, zum Beispiel mit einer stabilen kausalen Übertragungsfunktion. Okay, gut, das war es jetzt schon zu dem Multi-Input-Multi-Output-System. Ich würde jetzt noch kurz ansprechen den Zustandsraumdarstellung. Und zwar nur kurz anreißen, weil Sie das nächste Woche noch genauer hören werden. Aber wie Sie sehen, dieses Kapitel ist ziemlich groß und ich wollte einfach ein bisschen mal reinlesen. Und Sie haben es wahrscheinlich schon in Signalsysteme gehört. Okay. Und zwar werden wir uns nur anschauen, hier den Übergang zwischen Laplace-Transform und Zustandsraumdarstellung. Okay. Warum sind Zustandsraumdarstellungen wichtig? Sagen wir mal, die erste Antwort habe ich in der letzten Stunde gegeben, nämlich
Frequenzbereich funktioniert nur wirklich gut für Single Input Single Output Systems. Sonst eigentlich nicht so gut. Okay? Sprich, alle komplizierten Regler werden eigentlich im Zustandsraum dargestellt. Es sagt auch hier der Titel der Slide, klassischer versus moderner Regelentwurf. Okay? Sprich, alle Regler nach 1960 werden größtenteils im Zustandsraum ausgelegt. Natürlich gibt es viele PID-Regler, aber die kann man auch im Zustandsraum auslegen. Das Schöne am Zustandsraum ist, wenn man alles über Matrizen beschreibt, viele der Tools, die Sie benutzen im Zustandsraum für lineare Systeme, kann man auch erweitern auf nichtlineare Systeme. Okay? Also viele Tricks, die Lyapunov-Funktionen und so weiter, die Sie kennenlernen für lineare Systeme, kann man erweitern auf nichtlineare Systeme, auf unendlich dimensionale Systeme, wenn die Dimension des Zustandsvektors unendlich ist. Jetzt fragen Sie sich, wann kommt das vor? Bei PDEs stellt sich heraus, man kann PDEs beschreiben über einen Zustandsraum darstellen mit unendlich vielen Gleichungen. Zum Beispiel eine schwingende Saite hat unendlich viele Moden. Jede Mode wäre ein Zustand, okay, jede Frequenz. Aber das Schöne an diesen Tools für den Zustandsraum ist, es verallgemeinert sich. Okay? Zustandsraum wurde übrigens hier erfunden an der ETH von einem Herrn namens Kallmann, den Sie wahrscheinlich schon mal gehört haben, noch öfters hören werden. Ist länger her, aber sehr geschichtsträchtig. Eine Sache, die ich kurz schon angesprochen habe, wie kommen wir von der Laplace-Darstellung in den Zustandsraum? Wir fangen an mit einer Differentialgleichung, Matrix-Differentialgleichung. Wir haben hier Matrizen F, G, H, J. Wir tun die Anfangsbedingungen zu Null setzen. Das überrascht Sie vielleicht. Vielleicht fällt Ihnen jetzt auf, dass wir in den kompletten letzten 6 Vorlesungen immer die Anfangsbedingungen zu Null gesetzt haben. Wir haben uns nie die Anfangsbedingungen einer Übertragungsfunktion angeschaut, obwohl es die natürlich gibt. Okay? Aber mit anderen Worten, immer wenn Sie eine Übertragungsfunktion hinschreiben, tun Sie implizit die Anfangsbedingungen zur Seite schieben und nur die Übertragung anschauen. Okay? Setzen wir mal die Anfangsbedingungen Null. In dem Fall können wir die Laplace-Transformation dieser Differentialgleichung nehmen. Wir kriegen S mal X hier für die Ableitung. Normalerweise würden wir auch einen X0 kriegen. Das setzen wir zu 0. Können diese algebraische Gleichung jetzt auflösen nach X und kriegen X ist SI minus F invers mal GU und kriegen somit die Übertragungsfunktion, bei YH mal X plus JU ist, als Y ist die Ausgangsmatrix, die Messmatrix, mal SI minus die Dynamikmatrix F invers mal die Eingangsmatrix G plus J mal U. Mit anderen Worten, man kann sehr leicht vorwärts, rückwärts gehen. Zumindest diese Rechnung ist sehr einfach, von Übertragungsfunktionen im Zustandsraum. Es stellt sich heraus, es ist aber nicht immer eindeutig, die andere Richtung zu gehen. Es ist oftmals sehr, sehr schwer. Es gibt sehr viele Arten, die andere Richtung zu gehen. Das nennt sich Realisierungstheorie. Sprich, angenommen, ich gebe Ihnen eine Übertragungsfunktion, können Sie mir ein Zustandsraummodell geben? Die Antwort ist ja und auch unendlich viele. Wenn ich sage, okay, von einer gewissen Dimension, dann ist die Antwort ja, aber auch immer noch unendlich viele. Okay, also es gibt viele, viele mögliche Realisierungen im Zustandsraum von einer gebrochenen rationalen Übertragungsfunktion wie dieser hier. Okay? Manche sind nützlich, manche sind nicht so nützlich. Ich würde mir gerne nur 3 Stück anschauen, die sich als sehr nützlich erwiesen haben. Die Regelungsnormalform, die ist sehr nützlich, so der Name sagt, um Regler zu designen im Zustandsraum, weil ich dann eine Zustandsmatrix hinschreiben kann, mit der ich mehr oder weniger gleich sagen kann, okay, dieses U hat diesen Effekt auf die Pole des geschlossenen Kreises. Es gibt die Beobachtungsnormalform, die sehr nützlich sein wird, um nachher Filter und Beobachter zu designen. Und die Modalform, die uns sehr, sehr viel über Dynamik aussagt des Systems. Fangen wir mit der Regelungsnormalform. Die Regelungsnormalform ist, sagen wir mal, die man klassischerweise sich ausdenken würde. Ich frage, gegeben diese Übertragungsfunktion, was wäre ein Zustandsmodell? Das Erste, auf das man kommen würde, würde sagen, naja, tun wir einfach mal diese ganzen Polynomen S mal auf die andere Seite, dann haben wir S hoch N, Y hoch N, das heißt, wäre die nth Ableitung von Y, könnte man sagen, die nth Ableitung wäre ein Zustand, die N-1 wäre ein Zustand und so weiter. Und das ist im Prinzip die Idee. Sprich, wir nehmen als Zustände einfach x1 bis xn und diese Zustände sind mehr oder weniger die Ableitungen von y. Okay? Wir bauen eine Integratorkette, die erste Ableitung von y
ist y ist die zweite und so weiter, also x1 plus x2, x2 plus x3 und so weiter. Und xn-Punkt, die n-te Ableitung von y, das wäre, wenn wir s hoch n auf die andere Seite bringen, wäre, wenn wir jetzt hier, angenommen, wir hätten jetzt hier im Zähler nichts stehen, nur bn, dann würden wir das kriegen. Die n-te Ableitung von y, bringen wir das auf die andere Seite, wäre minus a1 mal die n minus erste, plus a2 mal die n minus zweite und so weiter, plus der Eingang u. Okay? Das wäre jetzt eine Zustandsraumdarstellung, wenn wir jetzt hier oben nur eine 1 hätten. Kein Polynom. Das wäre sagen, die einfache, die man sich ausdenken würde. Das ist auch die, die Sie gesehen haben, wenn Sie von Modellen im Zustandsraum ein Frequenzbereichsystem modellieren wollen, dann gehen Sie meist diesen Weg. Was sind Eigenschaften dieser Transformation? Sind die, sagen wir, i-te Koordinate, ist die i minus erste Ableitung der ersten Koordinate. Okay, das ist hier doch ausgerechnet. Oder die Laplace-Transform von xi-Punkt ist si mal die erste Koordinate. Okay, man könnte sagen, gut, x1 wäre dann 1 über all diese Dinge, die Terme mal u. Okay, das ist wirklich, ich integriere diesen Term n mal auf und komme auf x1. Jetzt ist y aber nicht einfach nur x1. Das wäre, wenn hier oben ein 1 stehen würde. Machen wir es ein bisschen kompliziert, angenommen, hier oben steht eine Konstante, bn. Gut, dann wäre y halt bn mal x1. Machen wir es ein bisschen komplizierter. Was wäre, wenn hier oben noch ein bn minus 1 mal s steht, also die Ableitung? Dann müssten wir sagen, gut, dann braucht man nicht nur x1, sondern auch bn minus 1 mal die Ableitung von x1. Naja, die Ableitung von x1 ist x2. Vielleicht brauchen wir bn minus 1 mal x2 und so weiter. Und per Superpositionsprinzip können wir einfach all diese Terme addieren und kriegen dann diese Ausgangsmatrix raus. Mal kurz prägnant, knapp dargestellt. Wenn Sie eine Übertragungsfunktion gegeben haben, gebrochen rational mit Zähler- und Nennerpolynom, ist eine Art der Zustandsraumdarstellung die sogenannte Regelungsnormalform, die wirklich wie vorher so konstruiert ist, wir bauen eine Integratorkette, das merken wir, die Ableitung von y sind. In der letzten Zeile haben Sie die Koeffizienten des Nennerpolynoms, des charakteristischen Polynoms. Der Eingang u kommt in den Endenzustand rein, hier. Und der Ausgang ist eine Kombination all der Zustände. Wie gesagt, angenommen, hier wäre eine 1, dann wäre xn einfach nur y, hätten wir hier ein b1, aber wir tun hier alle kombinieren. Okay? Mit anderen Worten, gegeben Nenner- und Zählerpolynom können Sie sofort diese sogenannte Regelungsnormalform hinschreiben. Es gibt auch einen MATLAB-Befehl auf hier, CTRBF, Controllability Form, der in diese Form gibt. Vielleicht können Sie schon erahnen, warum heißt das denn Regelungsnormalform? Sie sehen, der Eingang U wirkt hier nur auf die letzte Zeile. Die letzte Zeile ist das charakteristische Polynom der Matrix. Sprich, wenn Sie U schlau wählen, können Sie das komplette charakteristische Polynom so wählen, wie Sie es wollen. Deswegen nennt sich das Regelungsnormalform. Das ist sehr bequem, um Regler zu designen. Okay. Wenn Sie ein System so gegeben haben, wählen Sie zum Beispiel U minus, was weiß ich, 10x1, dann kriegen Sie hier noch ein minus 10 hier und so weiter. Sie können im Prinzip das komplette charakteristische Polynom reshapen, wie Sie wollen. Deswegen ist diese Form so praktisch. Es gibt eine duale Form, die sich Beobachtungsnormalform nennt, auf die ich auch kurz eingehen will. Bevor ich dahin gehe, haben Sie Fragen zu dieser Art von Transformation? Nein? Okay, ich nehme an, Sie haben das schon teilweise in Signalsysteme 1, 2 gehört. Nur ein Beispiel. Angenommen, wir haben diese Übertragungsfunktion, Polynom zweiten Grades im Zähler, Polynom dritten Grades im Nenner, Koeffizienten 10, 4, 7, 3, 5, 6. Können wir jetzt im Prinzip so aus dem Handgelenk die Zustandsraumdarstellung hinschütteln. Wir haben hier eine Integratorkette in den Zuständen. Wir haben insgesamt drei Zustände, weil wir hier ein Nennerpolynom dritten Grades haben. Und die Koeffizienten des charakteristischen Polynoms hier unten, die wir sehen in der Matrix, sind genau die Koeffizienten des Nennerpolynoms. Nämlich minus 6 hier, hier haben wir die minus 5 und hier kriegen wir die minus 3. Der Eingang ist hier unten im dritten Zustand. Und der Ausgang nimmt eine lineare Kombination der Zustände an und diese lineare Kombination ist genau diese Koeffizienten hier, 10, 4 und 7. Eine Sache, bei der Sie vielleicht aufpassen müssen, wo ab und zu Leute auseinanderkommen,
in der Prüfungsnot ist, diese hier sind alle mit Minuszeichen multipliziert, also hier haben wir -1, -1, -1, -1, die sind alle mit Pluszeichen. Okay? Und die Reihenfolge spielt auch eine Rolle, von n zu 1 und nicht von 1 zu n. Aber im Prinzip kann man das automatisieren, Copy-Paste in die Zustandsanforderung geben. Wie schaut das Blockdiagramm der Regelungsnormalform aus? Es wie folgt. Wie Sie sehen, hier haben wir den Ausgang y. Y ist diese lineare Kombination der Zustände. Und es stellt sich heraus, wenn wir u auf einen Zustand geben, dieses u wird mehrmals integriert. Das ist die Integratorkette in der Matrix. Das ist diese Nebendiagonale mit 1. Das ist die Integratorkette. Und das hier ist die Rückführung. Okay? Das ist nämlich die letzte Zeile der Matrix, wie Sie sehen. Das ist das Minuszeichen minus die Koeffizienten des charakteristischen Polynoms. Okay? Also jeder Zustand, den Sie sehen, wird auf den Eingang zurückgeführt. Umgekehrt mit dem Eingang können Sie auch diese Koeffizienten im Prinzip alle ändern. Als System in Regelungsnormalform sind schön, weil wir mit dem Eingang U im Prinzip dieses komplette charakteristische Polynom umschreiben können. Zu irgendeinem charakteristischen Polynom, das uns gefällt. Okay. Im Prinzip können wir jedes charakteristische Polynom realisieren dadurch. Sie werden mehr dazu hören in den nächsten Vorlesungen. Es gibt auch die Beobachtungsnormalform, die wie folgt ausschaut. Wir haben wieder eine Übertragungsfunktion gegeben. Und das Ziel soll sein, lassen wir mal all die Details hier weg, das Ziel soll sein, wir hätten gerne eine Matrix, die im Prinzip wie vorher ausschaut, nur jetzt leicht anders, nämlich jetzt hätten wir gerne das charakteristische Polynom in der letzten Spalte, nicht in der letzten Zeile. Ist uns eigentlich ziemlich egal, wie das U einwirkt. Wir wollen nur das charakteristische Polynom in der letzten Spalte haben und wir wollen mit dem Ausgang im Prinzip das Xn messen, die letzte Spalte. Das nennt sich Beobachter-Normalform, aus dem Grund, dass wir wirklich die Dynamik, die charakteristischen Koeffizienten beobachten können, weil wir Xn beobachten. Wenn man anschaut, wie die sich rechnet, im Prinzip ist das die Darstellung, aber lassen wir das mal aus. Das Ziel ist wirklich, ich möchte eine Form haben, genauso wie die Regelungsnormalform, nur nicht jetzt mit dem Sinn, dass ich den Endenzustand komplett designen kann über einen Regler. Nein, ich möchte jetzt hier den Endenzustand komplett messen können. Und ich möchte aus der Messung des Endenzustands die komplette Dynamik des Systems sehen, alle charakteristischen Koeffizienten. Deswegen nennt sich das Beobachter-Normalform. Die wird sehr nützlich sein, um Beobachter- und Kalman-Filter auszulegen, wie Sie sehen werden. Jetzt haben wir schon zwei nützliche Zustanddarstellungen, die gleiche Übertragungsfunktion. Wählen wir noch eine dritte. Und die dritte ist die sogenannte Modalform. Okay. Die Modalform ist, sagen wir mal, die auch eine sehr natürliche, die man aus dem Handgelenk schütteln würde, wenn man nicht wüsste, was man machen soll. Man muss überlegen, naja, ich könnte meine Übertragungsfunktion schreiben als eine Summe von Brüchen. Partialbruchzerlegung anwenden im Prinzip. Zum Beispiel C1 über ein Pol an der Stelle plus Lambda 1. Und das wäre im Prinzip eine Differentialgleichung. Die Differentialgleichung ist einfach nur x1 Punkt ist Lambda 1 mal x1 und ich schaue mir c1 mal x1 an und so weiter. Okay? Also die Differentialgleichung wäre komplett dekoppelt. Okay? Also x1 Punkt ist Lambda 1 mal x1. Das u wirkt irgendwie da drauf, also plus u. Und ich kann mir diesen Zustand 1 anschauen. Jetzt habe ich natürlich nicht nur den einen Partialbruch, ich habe eine ganze Latte davon, aber da wir lineare Systeme behandeln und das Superpositionsprinzip gilt, können wir die einfach alle aufsummieren und dementsprechend haben wir eine diagonale Matrix mit all den Polen, die wir kriegen aus der Partialbruchzerlegung und würden dann einfach eine lineare Kombination dieser Moden anschauen. Okay, deswegen nennt sich das Modalform. Wir sehen in Modalform, ja, wir können jeden Zustand irgendwie steuern über das U. Das U hat hier lauter 1er. Wir können sie aber nicht komplett unabhängig voneinander steuern. Okay, wir müssen uns noch Gedanken darüber machen. Aber die Modalform ist sehr praktisch, weil wir hier die Dynamik des Systems direkt sehen in den Polen. Es gibt, sagen wir mal, ein paar Komplikationen. Kurz ein Beispiel. Wir könnten jetzt hier eine Partialbruchzerlegung anstreben von dieser Übertragungsfunktion. Stellt sich heraus, die Pole von der Übertragungsfunktion sind 4 und 3. Man kann diese hinschreiben.
Und Sie haben hier ein 2 und minus 1 als Koeffizienten. Sprich, wir haben eine diagonale Zustandsraummatrix mit Polen minus 4, minus 3. Und wir schauen Zustand 1 mal 2 an, minus 1 mal Zustand 3. Okay, im Prinzip auch straightforward. In fast allen Fällen, außer in denen zum Beispiel Spezialbruch zerlegen uns komplexe Pole geben würde, oder wenn sie uns redundante Pole geben würde. Okay, das sind dann zwei Spezialfälle, die wir eventuell anschauen wollen. Also die Komplikationen sind komplexe Pole und mehrfache Pole. Schauen wir uns nur kurz an, wie das funktioniert, dass wir das auch schon im Signalsystem hatten, wollte ich nur kurz drüber gehen. Angenommen, Sie haben mehrfache Pole mit algebraischer Vielfachheit 1 und, oder algebraischer Vielfachheit 10, geometrischer Vielfachheit 2 oder so, dann können Sie die Matrix nicht diagonalisieren. Wie Sie aus Linear Algebra wissen, können Sie im besten Fall eine Jordan-Normalform hinschreiben, keine Diagonalmatrix mehr. Sprich, wir können die Matrix diagonalisieren bis auf vielleicht ein paar Einser hier. Okay? Ein klassisches Beispiel wäre, versuchen wir mal mit links zu schreiben, ob das geht. Klassisches Beispiel wäre ja Newtons zweites Gesetz, der Doppelintegrator. Ich schaue mal, ob ich das mit links hinschreiben kann. Sprich, 1 über s². Wie Sie wissen, woher kommt das? Das kommt daher, dass ich irgendwie überlegt habe, dass die Beschleunigung die zweite Ableitung der Position ist. Also angenommen, wir haben hier y ist 1 über s² mal u. Dann könnte ich es da hinschreiben in Zustandsraum als ein, es klappt richtig gut mit links zu schreiben, als ein x-Punkt plus irgendein u. Was wir beobachten, ist die Position. Also wir beobachten 1, 0 mal x. Die Ableitung von Position ist Geschwindigkeit, also hätten wir 0, 1. Die Geschwindigkeit wird direkt gesteuert von der Kraft, die auf das System ausüben, sprich wirken das hier. Diese Matrix hat die Eigenschaft, dass sie einen doppelten Nullstelle hat, doppelten Pol bei 0, algebraische Vielfachheit 2, geometrische Vielfachheit 1. Und das wäre im Prinzip die Jordan-Normalform der Matrix schon. Okay? Man kann das noch allgemein hinschreiben, sprich Jordan-Normalform ist immer gegeben als eine Blockmatrix, wobei die Dimension des Blocks die algebraische Vielfachheit ist. Und hier oben haben Sie Einser stehen. Haben Sie bestimmt schon gehört. Ich hoffe, in dem Fall kann ich wirklich in Zustand ausgehen, mehr oder weniger über diesen Trick, dass ich wirklich für einen mehrfachen Pol diese Blockmatrix hinschreibe. Schauen wir uns das Ganze mal an. Zum Beispiel über diese Übertragungsfunktion haben wir hier ein 1 über s Quadrat. Wir setzen das im Zustandsraum über einen Jordan-Block mit hier den Eigenwerten. Die Eigenwerte sind hier 0, hier eine 1. Und wir nehmen einmal diesen Eingang, diesen Zustand, sprich das c ist hier 1. Was machen wir mit dem anderen? Wie Sie sehen, diese Übertragungsfunktion hätte komplexe Pole, kann man sich durchrechnen, aus der Mitternachtsformel. Komplexe Pole könnte man natürlich auch in die Diagonalmatrix mit komplexen Polen hinschreiben. Ist oftmals nicht so hilfreich, wir würden generell rechnen. Sprich, anstatt dass wir die Diagonalmatrix mit komplexen Polen hinschreiben, schreiben wir einfach die Regelungsnormalform hier hin. Okay? Was dieser Term hier war. Und die tun wir mit minus 1 in den Ausgang reinnehmen. Also die Faustregeln sind Modalformen im Allgemeinen. Ein sehr straightforward Konzept. Wir tun einfach eine Partialbruchzerlegung anwenden und können direkt den Zustandsraum hinschreiben. Komplikationen gibt es bei mehrfachen Polen und bei komplexen Polen. Bei mehrfachen Polen schreiben wir nicht die Diagonalmatrix hin, sondern die Jordan-Normalform. Bei komplexen Polen schreiben wir die Regelungsnormalform hin. Gut, das war eigentlich alles, was ich Ihnen heute mitteilen wollte. Wie gesagt, die Take-Home-Messages sind das Relative Gain Array. Das sagt, wann können wir welche Regelkreise koppeln. Und wir haben uns ein bisschen angeschaut, die Zustandsdarstellung. Sie werden nächste Woche dazu wesentlich mehr hören von Herrn Professor Morari. Und vielen Dank.